Das sechste und letzte Spiel beim Deutschlandcup 2019 in Krefeld bescherte der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft noch einmal die Chance nach dem Sieg von Russland gegen der Schweiz zuvor, dieses Turnier zu Hause zu gewinnen. Das Team von Toni Söderholm in den goldenen Trikots von Beginn an richtig gut in der Partie. Andi Eder und in der siebten Spielminute das 1:0 für Deutschland durch das erste Länderspieltor von Andi Eder. Jonas Müller hält gut den Puck an der blauen Linie und dann richtig gut gemacht von Andi Eder. Hinein ins zweite Drittel. Riesenmöglichkeit für Alex Oblinger nach Zuspiel von Colin Ukbekile. Scheitert aber an Dennis Gottler im Tor der Slowaken. Immer noch zweites Drittel. Wieder Andi Eder und was für ein Tor. Doppelpack für ihn zur Torpremiere. Und nochmal der Blick auf ihn. Von der roten Linie geht's los. Diese Körpertäuschung. Volle Geschwindigkeit. Weitergelaufen. Durchgezogen. Absolutes Traumtor. In der 29. Spielminute für den Spieler der Thomas Szabo Ice Tigers. Die Slowakei aber spielte stark und gab nicht auf. Gab der deutschen Mannschaft immer weniger Raum und kam in der 32. Minute durch Matthäus Sukel zum Anschluss, Co-Produktion mit seinem Zwillingsbruder Jakob. Matthias Niederberger im deutschen Tor zum ersten Mal geschlagen. Und das sollte noch einmal passieren in der 56. Spielminute. Ganz unglückliches Ding. Schuss von Mislav Rosandic, der einmal auf dem Eis ausspringt und so ganz schwer zu berechnen ist und Matthias Niederberger durch die Schoner rutscht. Aufregung dann in den Schlusssekunden. Dieses Tor zählte nicht mehr von Susan, weil die Zeit abgelaufen war. Deutschland hätte für einen Turniersieg ohnehin nach 60 Minuten gewinnen müssen. Deshalb auch nahm Toni Söderholm Matthias Niederberger in der Schlussphase vom Eis. So hieß es dann also Overtime. Das Team von Craig Ramsey noch einmal gepusht. Und dann ist es wieder Susin mit diesem Solo einmal ums deutsche Tor herum und auf die kurze Ecke. Peter Susin entscheidet diese Partie in der Verlängerung zugunsten der Slowaken. Damit vierte Niederlage in Folge beim Deutschlandcup für ein deutsches Team gegen eine slowakische Auswahl. Und der Turniersieg, der geht an die Schweiz. Ja, ich denke sehr positiv. Wir haben die letzten vier Tage gesehen, was die jungen deutschen Spieler in der DEL auf hohem Niveau spielen können. Und das war, denke ich, auch der Plan, viele dazu zu holen, die neue zur A-Nationalmannschaft kommen sollen. Und ich muss sagen, die haben alle einen super Job gemacht. Gut, dass es heute nicht geklappt hat, war ein bisschen unglücklich. Ich denke, wir haben unsere Chancen nicht am Schluss genutzt und sie hatten zwei Glückstreffer. Ja, dann ist das Spiel vorbei. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Woche. Und ja, so kann es weitergehen. Ganz Eishockey Deutschland dürfte zufrieden sein mit einer ereignisreichen, tollen Eishockey-Woche in Krefeld beim Deutschlandcup 2019. Die Mannschaft gewinnt gegen Russland und verliert zweimal erst in der Overtime gegen die Schweiz und die Slowakei und hinterlässt einen hervorragenden Eindruck.